Hola liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdytech Review. Heute mit einem weiteren Produkt von der Firma BenQ, wie ihr sehen könnt, nämlich die Screenbar Lite. Wer sich noch an das letzte Video zu einer solchen Screenbar erinnert, der wird sofort merken, wow, der Karton ist extrem geschrumpft und das liegt einfach daran, dass wir hier diesmal wieder eine Arbeitsplatzbeleuchtung haben, aber eher für die mobile Variante. Das heißt, wir können es hinten auf der Box auch schon sehen, das Ganze ist ausgelegt für einen Laptop. Ich habe natürlich mein MacBook hier gleich zum Test mitgebracht. Das Ganze läuft über USB, also Strom gibt es aus der USB-Buchse. 3 bis 8 mm darf der Rand oder das Display, an dem ihr das Ganze anklemmt, dick sein. Jetzt hoffe ich gerade, fällt mir gerade so auf, dass das dann mit meinem MacBook überhaupt funktioniert, weil ich glaube, der hat fast weniger als 3 mm. Und wir können die Lampe in einem 85-Grad-Winkel kippen, um also wieder eine schöne indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung zu bekommen. Wir können außerdem, das haben die Knöpfe hier vorne auch schon so halbwegs verraten, die Farbtemperatur wählen zwischen Kaltweiß und Warmweiß in, ich weiß nicht wie viele Stufen, werden wir gleich sehen. Helligkeit, Farbtemperatur, automatische Helligkeit über einen hier irgendwo unsichtbar integrierten Sensor und wir können bestimmte Sachen offensichtlich sogar herzen, also liken und dementsprechend favoritisieren. Oder da könnte wahrscheinlich auch der Sensor sein, fällt mir gerade auf. Da ist die einzige Öffnung, ziemlich offensichtlich Anschalter Screenbar Lite. Sexy sieht's aus, wie gesagt, von der Verpackung her wesentlich kompakter geworden als das Vorgängergerät. Und dementsprechend auch mit einigen kleinen Veränderungen. Zum Beispiel, da haben wir sie schon, ist sie auch so von der Breite her viel kleiner. Aber es ist jetzt nicht wirklich schlimm. Wir sehen hier einmal den BenQ-Schriftzug, diese schicke Aluklemme. Und ansonsten war es das auch schon. Die Screenbar Lite der ersten Generation ist aktuell noch im Einsatz bei mir am Monitor. Vollkommen problemlos. Allerdings war ich da teilweise mit den Buttons hier oben nicht so ganz zufrieden oder konnte nicht so ganz sagen, ob sie denn das tun, was sie sollen. War aber nicht so ganz erkennbar. Ja, wir sehen, das ist eben dieser 85-Grad-Winkel hier, von dem ich gesprochen habe. Ja. Und das ist hier, da haben wir die Lichtleiste, die also über diese Spiegel hier oben einfach nach unten abstrahlt und uns dementsprechend, wenn wir vor dem Laptop sitzen, möglichst wenig stören soll, wie man eben eine indirekte Beleuchtung beschreibt. Also ihr merkt schon, der Winkel ist an sich, wie gesagt, anpassbar. Ich kippe es jetzt einfach mal ein bisschen höher. So. Ihr merkt automatisch, hier oben leuchtet diese kleine Lampe. Das ist also die Helligkeitsstufe. Wenn ich jetzt hier auf das A klicke, dann aktiviert er die automatische Helligkeit. Interessanterweise regelt er dabei scheinbar auch die Farbtemperatur. Wer es jetzt hier gerade gemerkt hat, das Licht ist deutlich kälter geworden vom Weißton. Warum auch immer, weil ich eigentlich relativ warmes Umgebungslicht gerade anhabe, bis auf natürlich meine Softbox, die letzte, die ich jetzt auch nochmal ausmache. So wäre jetzt also die Ausleuchtung. Natürlich ist es bei einem MacBook und auch bei vielen mittlerweile zum Glück Windows-Notebooks eigentlich so, wenn man am Laptop arbeitet, habe ich so ein Licht noch nie wirklich vermisst, weil ich persönlich einfach seit Jahren ein hintergrundbeleuchtetes Keyboard gewöhnt bin, also eine Tastaturbeleuchtung. Aber ich kann schon verstehen, dass man sowas vielleicht hier und da ganz gerne mal im Einsatz hat, weil man dann einfach das gesamte Gerät ein bisschen besser sieht. Also ich versuche nochmal das Ganze hier noch weiter anzuklappen. Wenn dieses Lämpchen leuchtet, schaltet ihr mit den beiden Pfeiltasten hier die Helligkeit, ja, also linker, rechter Pfeil, das heißt, ihr haltet gedrückt und steuert die Helligkeit. Wenn ihr das Lämpchen hier aktiviert, also das Thermometer, dann steuert ihr die Farbtemperatur. Und das können wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut sehen. So wird es also ziemlich gelblich, ziemlich warmweiß und hier haben wir es dann extrem kalt. Und ja, diese Range, ich weiß nicht, wo sie genau liegt, ich glaube 2200 war es, ja, bis das übliche Warmweiß, also 2300 bis 6400 Kelvin, das ist das obere Ende für gewöhnlich der kalten Weißtöne. Ein sehr, sehr stylisches Gerät, leider Gottes muss ich gestehen, ich gehe mal wieder hier in den Automodus, auch
ganz schön teuer. Also 100 bis 110 Euro werden bei Amazon aktuell dafür fällig. Kauflinks findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und das ist für so ein kleines Lämpchen, muss ich gestehen, auch wenn es natürlich von der Verarbeitung her und von der Funktionalität absolut top ist, schon eine ganz schöne Stange Geld. Wer sowas aber schon immer mal gesucht hat, dem kann ich hier einfach nur sagen, es funktioniert so, wie es soll. Und es sieht auch wirklich von der Ausleuchtung her, ich habe jetzt hier einen 15 Zoller, ist also auch nicht gerade ein für die heutige Zeit kleiner Laptop, absolut hervorragend. Ja? Also es ist relativ gleichmäßig, die Tasten reagieren sofort, es ist sehr angenehm, vor allem jetzt dieser extreme Warmweißton, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich gerade ganz gut. Trotz allem, ich bleibe dabei, so richtig vermisst habe ich es noch nicht. Ich wollte es aber natürlich trotzdem für euch testen und spreche hiermit eine klare Kaufempfehlung aus für die BenQ Screenbar Lite. Daumen nach oben, Fragen oder ähnliches, Anregungen zum Video, wir können das Ganze hier auch ausschalten, natürlich unten in die Kommentare, dort wo ihr auch Kauflinks und ähnliches findet. Denkt dran, wenn ihr über die unten in der Videobeschreibung verlinkten Amazon-Links kauft, dann unterstützt ihr auch mich und meine Videos ein bisschen. Ändert für euch nichts am Kaufpreis, aber ich wollte es einfach mal wieder erwähnen. Habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen zu selten getan. Abonnieren nicht vergessen, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Nerdytech. Euer Jens von Nerdytalk.